Wenn es einen konsekrierten Raum gibt, bedeutet das, dass eine kraftvolle Energie vorhanden ist. Du willst nicht mit so offenen Beinen sitzen, es könnte für dich in vielerlei Hinsicht schädlich sein. Auch was das Essen angeht, sage ich dir, wenn du im Stehen isst, bringt das viel Negatives mit sich. Diese Frage ist von Claire, hier am Institut für Innere Wissenschaften, Triple I. Namaskaram Sadhguru, warum strecken wir unsere Füße nicht in Richtung von Lingas oder anderen konsekrierten Objekten oder sogar von Menschen aus? Ist es einfach eine Frage des Respekts oder gibt es dafür eine wissenschaftliche Grundlage? Also, heutzutage tun sie das, einige von ihnen. Weißt du, in den westlichen Kulturen, wenn du jemanden triffst, gabst du ihm die Hand. Wegen des Virus wollen sie sich nicht berühren. Einige berühren sich mit den Ellbogen, andere schütteln sich die Füße. Also es fängt an, Claire. Du brauchst nicht enttäuscht zu sein. Es fängt schon an, sich gegenseitig den Fuß zu schütteln. Nun, wenn es eine energetische Situation gibt, warum du immer aufgefordert wirst, deine Beine zu kreuzen und nicht die Beine in diese Richtung auszustrecken? Nun, diese Respektsache ist ein eher neuerer Ausdruck davon. Im Wesentlichen, weil du alles, was zu dir kommt, auf viele verschiedene Arten empfangen kannst. Die yogische Absicht ist immer, es von den höheren Aspekten deines Lebens zu empfangen. Du weißt, es gibt Anahata, was der Treffpunkt zweier Dreiecke ist. Darunter liegen Manipuraka, Svadhisthana und Mulatara, die alle Chakren sind, die für verschiedene Aspekte des Überlebensprozesses stehen. Überleben, grundlegendes Überleben, Fortpflanzungsprozess, Erhaltungsprozess, alles mit dem Überleben verbunden. Hierhin kommt es, und da sind zwei Dreiecke, die sich überschneiden. Denn das ist ultimative Ekstase, das ist Verwirklichung, das ist Kraft, das ist Liebe, und diese Bereiche, diese Dreiecke überschneiden sich. Wenn es einen konsekrierten Raum gibt, bedeutet das, dass eine kraftvolle Energie vorhanden ist, die die Möglichkeit hat, dich zu transformieren. Diese Energie muss immer von der höchsten Möglichkeit zu dir kommen, die du empfangen kannst. Wenn du von deinem Sahasrara aus empfangen kannst, wäre es zu fantastisch. Das ist der Grund, warum in dem Moment, in dem ein Inder in einen Tempel geht, sie als erstes das hier exponieren möchten. Sie halten es feucht. In einem ordentlichen Tempel wird ihnen gesagt, auch im Dhyanalinga-Tempel gehen die Menschen und benetzen sich. Ein feuchter Kopf. Weil sie hoffen, dass diese Energie hier eintreten wird. Es hat nicht funktioniert, also hoffen sie hier. Hat nicht funktioniert, dann nehmen sie das. In der Hoffnung, dass das funktioniert hat. Nicht hat funktioniert, dann werden sie sagen, dieses. Aber sie wollen nicht hierhin, denn diese sind Überlebensprozesse. Sie wollen wir nicht verstärken. Wir wollen andere Dimensionen des Lebens stärken, die unser Leben verbessern werden. Denn wenn man besser überlebt, wenn du überlebst, ist es gut. Es ist sehr wesentlich, dass wir überleben. Aber besser zu überleben als jemand anderes ist kein Lebensziel. Das ist Zeitverschwendung. Denn was auch immer du tust, du wirst nicht ewig leben. Hallo? Was auch immer du tun magst, selbst ohne die Pandemie, wirst du nicht ewig überleben. Es besteht also keine Notwendigkeit, zu viel in Richtung des Überlebens zu investieren. Deshalb, aus diesem Grund, ist die gesamte Kultur mit dem Verständnis dieser Dimension, haben sie die Gesellschaft in einer bestimmten Weise geschaffen.
Nun, was man heute vorfindet, ist eine völlig verzerrte Version davon. Aber im Grunde genommen ist es immer noch so, dass du, wenn du in irgendeinen konsekrierten Raum gehst, dann bist du so. Weil du willst, dass es hier eintritt. Du willst glückselig, ekstatisch werden. Funktioniert nicht, zumindest Friedfertigkeit und Verwirklichung. Ausgeglichenheit und frei von allen Arten von Giften, die es in der Welt gibt, sollten nicht in dich eindringen. Im Wesentlichen willst du also, dass der obere Teil deines Körpers oberhalb des Anahata mit diesem in Kontakt kommt. Du willst nicht so mit offenen Beinen sitzen vor einem konsekrierten Raum, denn das wird eine ganz andere Art von Energie zu dir hinziehen. Und das wird für dich auf eine völlig andere Art arbeiten, was nicht unbedingt vorteilhaft für dich ist. Es könnte für dich in vielerlei Hinsicht schädlich sein. Das ist der Grund dafür, dass wenn du in irgendeinem Raum sitzt, wo du denkst, dass dort Kraft, dass dort Energie ist, du immer mit gekreuzten Beinen sitzt, weil du den unteren Teil des Körpers schließen willst. Wenn du dies tust, weißt du, dass du in gewisser Weise den Menschen gegenüber verschlossen bist, nicht wahr? Hallo? Meine Damen, ihr kennt das. Angenommen, jemand spricht mit dir. Sagen wir, ein Fremder ist gekommen, ein Mann spricht dich an. Wirst du so mit ihm reden? Hallo? Einige tun es heutzutage, weil sie denken, was ist falsch daran? Nichts ist falsch. Du wirst eine gewisse andere Art von Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Nun, wenn der Mann anständig ist, wird er das tun, wenn du Inderin bist, ansonsten sagst du Hallo und schüttelst vielleicht seine Hand. Und wenn er sich etwas frech verhält, wirst du sagen, ja oder nein? Weil du weißt es vielleicht nicht intellektuell, aber instinktiv weißt du, welche Haltungen, welche Art von Aufmerksamkeit auf dich ziehen, nicht wahr? Hallo? Egal in welcher Kultur du aufgewachsen bist, instinktiv weißt du es immer, weil es im Körper geschieht. Es ist nicht so, dass wir es uns mit dem Verstand klar machen. Bestimmte Dinge passieren im Körper. Einige Kulturen haben also ganz bewusst diese Haltungen entwickelt, dass wenn du das tun willst, dann musst du so sitzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sogar was das Essen angeht, sage ich dir, wenn du vor dem Essen sitzt, ein Vorteil, den du hast, ist, dass es einen Tisch zwischen dir und den unteren Teilen deines Körpers gibt. Aber wenn du mit dem Essen sitzt, aber mit offenen Beinen, so wie viele Leute stehen und essen, wenn du im Stehen isst, bringt das viel Negatives mit sich. Denn du musst verstehen, dass das Verlangen nach Essen nicht nur in deinem Mund ist. Der ganze Körper verlangt danach. Der ganze Körper. Nun, die Leute werden sagen, oh, das ist nicht wissenschaftlich. Verlangt mein Nabel nach Essen? Verlangen meine Genitalien nach Essen? Ja, das tun sie. Du verstehst es vielleicht nicht, jeder Teil des Körpers verlangt nach Nahrung. Aber es muss über diesen Weg gehen, nicht wahr? Hallo? In ähnlicher Weise gibt es auch andere Arten von Sehnsüchten in unserem Körper. Sie müssen über den richtigen Weg gehen. Nur dann arbeitet sich das Leben in einer bestimmten Weise aus, sonst verzerrt man das Leben. Deine Beine gekreuzt zu halten, wann immer du eine kraftvolle Form siehst, ist daher eine sehr wichtige Sache. Und dasselbe beim Essen. Essen ist eine sehr kraftvolle Sache. Wenn du 3 Tage lang nichts gegessen hast, verstehst du, es ist eine sehr kraftvolle Sache, nicht wahr? Hallo? Es ist eine sehr kraftvolle Sache. Und du wirst sehen, wenn du 3 bis 5 Tage nichts gegessen hast, sehnt sich jede Zelle in deinem Körper nach Nahrung. Wenn du jetzt Essen hier hinstellst, ist es nicht nur hier. Der Mund wird wässrig, alles arbeitet. Es ist daher wichtig, dass deine Beine gekreuzt sind, wenn das Essen vor dir steht. Aber du hast eine andere Methode gefunden, indem du dich mit einem Tisch abschirmst. In Ordnung, wenn das für dich funktioniert. Aber wenn du Essen zu dir nimmst, du bist sehr hungrig und der gesamte Körper ist dem Essen ausgesetzt, das ist nicht gut für dich. Das gilt für Nahrung, denn wir erachten Nahrung als ein sehr kraftvolles Instrument. Vor konsekrierten Objekten und Menschen, die eine gewisse Kraft in sich tragen, öffnest du niemals deine Beine und sitzt so vor ihnen,
weil das eine falsche Art von Energie in dein System bringen wird. Ich frage euch, ist es gut zu scheißen? Hallo, ich stelle euch eine Frage. Ja. Aber es muss aus einem bestimmten Teil deines Körpers kommen. Wenn es von woanders kommt, wird es schrecklich, nicht wahr? It will become terrible, isn't it? Hallo? In ähnlicher Weise sollte auch das Essen auf eine bestimmte Weise hineingehen. Eingehendes Essen ist nicht nur physisches Essen, das eingeht. Essen geht auf so viele Arten in dich hinein, weil der gesamte Körper dazu fähig ist. Ich muss euch meine Erfahrung mitteilen. Einmal, weißt du, wir hatten einen großen Erfolg bei einer geschäftlichen Unternehmung, als ich noch darin tätig war. Da ich immer sehr naturverbunden war, wo immer möglich, bin ich gewandert, Motorrad gefahren, all das. Aber mein Partner ist ein netter Stadtjunge. Nice city boy. Also haben wir beschlossen, dass wir an einen Ort gehen, wo es einen Stausee gibt, wie einen Damm. Und dort ist ein großer See. Und es gibt kleine, passable Hügel. Wir fuhren dorthin und waren alle schwimmen. Und nach dem Schwimmen, ich war immer noch in meiner Badehose. Ich dachte mir, ich will auf den Hügel klettern. Es waren die Sommermonate, ziemlich trocken. Also ging ich den Hügel hinauf. Jetzt wundere ich mich manchmal, dass heutzutage überall, wo ich hingehe, jemand eine Wasserflasche dabei hat. Damals bin ich Tag und Nacht durchgefahren. Ich hatte nie eine Wasserflasche bei mir. Wir sind einfach zurechtgekommen, einfach so. Ich ging also den Hügel hinauf, als ich in diese Sommerhitze ging mit nacktem Oberkörper. Ich schwitzte stark, aber wisst ihr, ich habe ein Problem damit, auf halber Strecke umzukehren. Ich will also ganz nach oben und dann runterkommen. Ich ging hoch und als ich anfing, wieder herunterzugehen, hatte ich das Gefühl zu ersticken, da meine Zunge irgendwie anschwoll. Ich war so dehydriert, dass meine Zunge wie eine Blockade in meiner Atmung wurde und ich begann wirklich zu kämpfen. Ich brauchte dringend wenigstens ein paar Tropfen Wasser. Ich versuchte, meinen eigenen Schweiß abzulecken, aber es hat nicht geholfen. Als ich dachte, dass ich buchstäblich das Bewusstsein verliere, dass ich in Ohnmacht falle, saß ich einfach eine Zeit lang mit geschlossenen Augen da. Dann merkte ich, dass mein ganzer Körper, also alle Haare an meinen Händen und Beinen, in diese Richtung zeigen, nicht wie bei einer Gänsehaut. Gänsehaut bedeutet einfach, es steht in diese Richtung, es steht in diese Richtung. Ich sah einfach alle Haare in diese Richtung zeigen. Und ich wusste einfach, es gibt Wasser irgendwo hier. Und ich ging einfach los, um es zu suchen. Ich kam in eine kleine, unter einem Felsvorsprung, wie eine kleine Höhle, eine Höhle nicht für einen Menschen. Vielleicht könnten Kaninchen und Ratten und solche Tierarten hineingehen und sich dort aufhalten, diese Art von Höhle, nur ungefähr so hoch. Da war eine kleine Lache mit Wasser. Vielleicht war es Kaninchenurin oder es war Regenwasser, ich weiß es nicht, was zur Hölle es war, es spielt keine Rolle. Ich tauchte einfach mein Gesicht hinein und trank alles aus, auch den Schlamm und alles. Ich saß dort eine Weile, erholte mich davon und ging hinunter. Der Grund, warum ich das sage, ist, wenn du etwas wirklich brauchst, wie Nahrung oder Wasser, wirst du sehen, dass jede Zelle in deinem Körper danach verlangt. Wenn du dem Aufmerksamkeit schenkst, wirst du sehen, der Durst ist nicht nur in deinem Mund, er ist überall. Das Gleiche gilt also nicht nur für Nahrung, sondern auch für andere Arten von Energie. Jede Zelle im Körper verlangt danach. Es ist sehr wichtig, dass du es auf die richtige Weise empfängst. Wann immer du also das Gefühl hast, dass da ein kraftvoller Ort ist, ist es immer am besten, die Beine zu kreuzen und sich hinzusetzen. Wenn du dort sitzt, nicht so zu sitzen. Du wirst etwas anziehen, das du nicht brauchst.